Folge Nummer 24 von City Skylines. Wir sind unterwegs an der Kreuzung, die wir überarbeiten wollten. War das hier? Achso, das war die Einfahrt. Okay, die Kreuzung, die wir überarbeiten wollen, war hier. Wir wollen auch die Einfahrt machen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Was ich, mein Gedanke war eigentlich jetzt hier zuzusehen, dass die eigentlich mal vernünftig hier fahren, ne? Konnte, aber achso, das war ja noch keine Einbahnstraße, deswegen müssen die da aufrücken. Alles klar. Jetzt war noch eine Idee, eine Ministraße zu kriegen, die dann hier irgendwo lang führt. Aber ich glaube, das wird wohl nicht gehen, oder? Also hier geht es wahrscheinlich nicht hin. So, wir müssten mal dieses hier auswählen, wenn. Ne, das geht schon mal nicht. Da steht ja was. Wir müssten ja jetzt hier lang kommen, ne? Und dann reißt du schon das Haus ab, also bringst du dann auch nichts. Diese Straße ist schon eine Einbahnstraße. Also es wäre dann nur möglich, hier was zu machen. Aber wir kommen auch wahrscheinlich gar nicht unter diese Brücke drunter. Also bedeutet das, wir reißen definitiv hier ab. Macht ja anders gar keinen Sinn, ne? Die kommen von da, es würde gehen. Jetzt müsste man mal schauen, ob man dieses Werk so hinkriegt, dass man einfach hier oben eine Straße machen würde, die so runtergeht, ne? Warte, dafür müssten wir vielleicht hier losgehen. Das mag er auch schon nicht. Also das funktioniert schon mal nicht. Ja, das war es dann wohl für diese Leute, die dort wohnen oder arbeiten. Das heißt, das weg, hat anders keinen Sinn. Und da unten machen wir halt eine Einbahnstraße raus. Mit Bäumen und dem Ausrufezeichen und zack. Jetzt ist es zweispurig. Jetzt müssen wir denen nur sagen, wie sie fahren dürfen. Das geht hier rüber. So. Jetzt geht's, oder? So, jetzt ist die Frage, ob es noch hier sinnvoll ist. So, da kann man dann nach da fahren. Könnte man jetzt irgendwie das doch noch hinkriegen, dass man jetzt, wo diese zwei Stücke fehlen, dass man hier hinkommt zum Drehen. Aber ist im Endeffekt auch Blödsinn, ne? Ne, wäre schon so richtig. Wieso ist denn der jetzt so? Achso, weil wir das anhaben, alles klar. Ne, doch, das wäre schon so gut. Guck mal, der ist noch nicht mal weg hier. Dann, achso, das muss erst noch von sich ausgehen, alles klar. Das mag er nicht. Das würde gehen, aber das gefällt mir nicht. Jetzt ist das Häuschen auch weg. Das würde so funktionieren, aber ich glaube, wir kriegen dann den Bogen nicht so hin, oder? Ah, doch, so wird's gehen. So, das würde bedeuten, wir können nämlich hier dann auch eine Einbahnstraße rausmachen. Und die Straße ist immer noch versorgt, ne? Weil jetzt kann ein Müllwagen hier lang fahren, ne?
Oh, das war verkehrt. So, jetzt ist wieder richtig. Immer schön aufpassen, wenn man klickt, ne? So. Jetzt machen wir aber hier noch so ein paar Sachen, die uns vielleicht hier weiterhelfen. Die nach da und nach da und die nach da. Ist hier eine Ampel? Nee, ne? Warum? Achso, die stoppen jetzt, weil da nichts ist, ist klar. Die fahren auch noch darum. Dadurch entsteht jetzt ein Rückstau. Macht das Sinn, dass die da so runterkommen? Ja, es fährt auch keiner hier raus, wenn, ne? Die Straße ist aber keine Einbahnstraße, ne? Ne. Da ist es erst eine Einbahnstraße, bis dahin geht's. Bringt uns jetzt hier auch nicht so weit, obwohl der Rückstau ist jetzt hier minimal, ne? Wie sieht's denn aus mit dem Verkehrsaufkommen hier? Besser ist auch nicht wirklich, ne? Aber hier fließt es jetzt schon, da standen sie zuletzt auch schon, ne? Ist denn hier eine Ampel? Oh, was hat er jetzt wieder geklickt? Shit. So, bloß dieses Tool aus, ey. Wir wollten nach einer Ampel gucken. Ist hier aber nicht, ne? Ach so, Kreuzung. Ne, ist keine Kreuzung. Will ich auch eigentlich gar nicht haben, aber ich weiß auch gar nicht, warum die da anhalten. Ist schon spooky. Aber das müsste sich jetzt auflösen, ne? Das müsste sich jetzt auflösen. Interessanterweise fahren sehr viele da wieder rein, ne? Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber naja, ist so. Ich denke, das kriegen wir mit der Zeit besser. Hier müssen wir gucken, dass sich der noch leert, dass wir den verschieben. Noch 42% voll. Hier ist eine Bushaltestelle, die gerade nicht angeschlossen ist. Keine Ahnung warum, das müssen wir noch regeln. Aber wir wollten hier ja noch gucken. Ach guck mal, da geht auch was mit dem Strommasten nicht. Strom bitte einmal. So, jetzt läuft es wieder mit dem Strom da. Und die Straße haben wir hier schon aufgefrischt, oder? Ja, die ist ja schon vierspurig. Überall, passt. So, jetzt die Frage, warum diese Bushaltestelle nicht angeschlossen ist. Ach so, okay, die können da jetzt nicht, konnten da jetzt nicht langfahren wahrscheinlich. Weil wir da irgendwas gedreht haben, dass es nicht geht. Vorher konnten die irgendwie anders fahren, was sie jetzt nicht mehr können. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Wo sollten der dann dahin? Das ist die Frage. Wo ist das andere Ende? Wenn man das jetzt noch wüsste, ne? Ich glaube, es ist aber kein Halt mehr da, ne? Wir haben ja noch die andere Linie hier fahrend. Und da ist ja eine Haltestelle. Da ist doch alles gut, oder? Ich weiß nicht, wofür der jetzt gut war. Sonst sehe ich jetzt keine Bushaltestellen, die nicht funktionieren. Was hier oben? Da brennt's. Okay, direkt neben der Feuerwehr. Können wir abfackeln lassen. Schon traurig, dass es da so ist. Was willst du machen? Ja, wir müssen dann noch weitere Busse erschließen wahrscheinlich. Hier fehlt's an Wasser. Minimal, ne? Wir können auch das hier.
So machen, dann ist es weniger Geld. Gut, der sollte also auch Wasser wieder kriegen. Alles ist gut. Haben wir sonst noch was? Da fehlt es an Beerdigungsinstitut. Hier sind die Straßen nicht geräumt, aber sonst sieht es gut aus, oder? Hier fehlt es auch an Straßenräumung. Geht eigentlich, oder? Da fehlt es auch an Straßenräumung. Sonst ist alles gut. So, jetzt gucken wir uns noch diese Kreuzung. War das diese oder auf der anderen Seite des Flusses an? Ne, der war es nicht, sondern der Button war es. Diese war es dann, ne? Da müssen wir mal gucken. Da unten ist ja alles prima. Hier ist doof gerade gewesen. Die kommen und stehen noch unter der Brücke. Da gibt es aber bestimmt eine Ampel, oder? Ja. So, dann müssen wir die Ampel revolutionieren, oder wie ist das? Müssen wir wieder so eine Zeitampel da reinbauen. Zeitgesteuerte Ampel einrichten. Ja. Machen wir mal links abbiegen, geradeaus und rechts. Hier machen wir das ähnlich. Hier machen wir das auch so. Ich glaube, das machen wir überall so, oder? So. So, die sind da geradeaus und links. Ne, die müsste rot sein, die müsste grün sein. Rechts abbiegen, es geht dann. So. Das ist okay. Dann machen wir mal eine 5 raus. Und dann machen wir auch eine 5 raus. Und dann können wir das hinzufügen. Das sind jetzt die geradeaus und links Abbieger. Dann Schritt hinzufügen. Der nächste Schritt sind dann die beiden. Ne, die nicht. Das sind die Linksabbieger. Achso, eben müssen wir bei dem Schritt noch gucken, wie die Fußgängerampeln saßen. Machen wir auch hinzufügen. 5, 5 ist gut. Anzeigen. Das ist grün, das ist grün. Okay, das heißt, das haben wir schon passend. Das bleibt so. Schritt hinzufügen ist dann hier rot, da grün, da grün. 5 Sekunden ist auch gut. Machen wir hinzufügen. Nächster Schritt ist dann der grün, der rot. Umgekehrt. Die Ampeln grün. Passt. Hinzufügen. So, Ampel starten. Anfangen. So, gucken wir mal, wie sich unsere Kreuzung hier entwickelt. Aber ich glaube, das sehen wir besser, wenn wir das hier hin machen, ne? Ach, das kann man sogar beides gleichzeitig machen. Das ist ja cool. So, jetzt sind die Linksabbieger gewesen. Jetzt sind die Linksabbieger dran. Also, das war ein Krankenwagen, wenn der da gerade durchgeheizt ist, oder? So, jetzt fahren die Rechtsabbieger und geradeaus. Das war noch Linksabbieger, oder? Achso, die durften ja gleich... Nee, durften die fahren. Das geht. Hier stehen jetzt noch ein paar Autos Linksabbieger. Warum sind die nicht gefahren? Oh, okay, ich weiß schon, woran es liegt. Wir müssen das natürlich auch noch zuweisen. Dann klappt das auch, was wir vorhaben, ne? Und das geht noch da und noch da. Den haben wir die schon mal. Jetzt sind die noch gefragt. Und die nur noch da.
Die haben wir. Und dann haben wir noch diese zu machen. Die nur noch da. Und die noch da. Und natürlich noch da. So, und dann gucken wir uns das nochmal an. Mit der Ampel und dem Verkehr. So, wie stehen sie jetzt da? Das ist doof mit den vielen Fußgängern hier, aber ist halt so. Es sind sehr viele Fußgänger hier. Vielleicht sollten wir da noch eine Phase nur für Fußgänger machen. Also dieser Linksabbieger war okay. Diese Linksabbieger sind jetzt gerade leer. Ja, das hat so keinen Sinn. Stopp die Kreuzung. Ändern. So, rot. Alle Fußgänger rot. Speichern. Hier ist, glaube ich, sowieso keiner, aber hier ist noch Fußgänger. Ne, sind sie auch nicht. Aber hier sind sie. Speichern. Schritt hinzufügen. Alles ist rot, bis auf die Fußgänger. Die machen wir alle grün. Und hinzufügen. Und anfangen. So, geradeaus fahren geht. Und rechts fahren geht auch. Jetzt sind die Linksabbieger auf der Straße dran, wo gar keine sind groß. Das heißt, die können wir mal verkürzen, die Phase mit den Linksabbiegern auf der Querstraße. Wieso fahren da jetzt Autos durch? Ist doch rot. Waren das Krankenwagen, ne? Okay, da sind einige jetzt weggefahren. Da fahren jetzt welche. Ja, wie machen wir das? Jetzt wandern die ganzen Fußgänger rüber. Das ist auch gut so. Jetzt fahren hier die Autos. Also oben die Ampel ist gut, die anderen Ampeln sind schlecht. Das heißt, wieder stoppen. Das ist jetzt diese. Ändern wir. Machen wir mal auf 7. Speichern wir. Ändern. Das sind die Linksabbieger. Die liegen auf 3. Speichern. Das sind die Linksabbieger, die können wir auch auf 3 machen. Speichern. Das sind die Ampeln, die machen wir auch auf 7, damit da länger gefahren wird. Und die Fußgänger lassen wir mal erstmal so und Ampel anfangen. Gut. Sind die Linksabbieger dran, die 3 sind weg, da steht auch keiner, das passt. Da ist ein Linksabbieger, das reicht vollkommen aus mit der, das können wir sogar noch kürzen, glaube. So, die haben jetzt ein bisschen länger Zeit. Jetzt gehen die ganzen Fußgänger. Die sind auch gut weg. Also ein paar schlafen da immer beim Rüberlaufen. Okay. Hier waren jetzt ein paar mehr, die da kommen.
Jetzt fahren die wieder. Fußgänger sind dran. Fußgänger sind über. Jetzt fahren die. Also hier unten sieht es gut aus. Die Bushaltestelle macht hier ein bisschen Theater. Linksabbieger fahren, aber Linksabbieger sind hier jetzt ein paar mehr. Müssen wir nochmal ändern. Machen wir hier eine 4 von. Anfangen. Also hier unten stehen jetzt ein paar mehr. Okay. Obwohl zwei Fahrzeuge waren da jetzt, aber das ist ja mit dem Aufrücken noch so, ne? Ja. Die doofe Bushaltestelle ist einfach hier zu nah dran, ne? Aber ging nicht anders wegen der Brücke, oder? Dreispurig machen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht wirklich, wie wir das handhaben. Ich glaube, da gucken wir nächstes Mal nochmal rein. Da müssen wir nochmal überlegen. Also oben, das ist aus dem Wohngebiet raus, ist easy going, aber das andere ist nicht so dolle. Da müssen wir mal überlegen, was wir da machen. Weiß ich auch noch nicht. Ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt rein, was ihr für eine Idee für diese Kreuzung vielleicht habt. Und teilt das Video auf anderen Kanälen, dann kriegen andere mit, dass es hier so ein schickes Video gibt. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.